Wieder ein Dingens. Wie sieht's mit FPS aus? 53 FPS sieht gut aus. Und so, gucken wir mal gerade, ob da noch oben irgendwas rumkreucht und fleucht. Nope, tut es nicht. Da ist auch nichts. Gut. Da drüben ist der Baum gewachsen. Mal wieder. Bisschen arg groß, aber trotzdem müssen wir ihn abholzen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. So, naja. So, das ernten wir mal ab. Das packen wir mal da rein. Mit den Seeds pflanzen wir erstmal hier neu. Dann ernten wir mal noch ein paar Kartoffelchen ab. Und noch ein paar Karotten. So, das können wir mal da reinpacken. Das können wir da auch reinpacken. Das auch. Das müssten wir mal abholzen. Den da können wir auch mal wegmachen. So, Kürbis, den Kram können wir runter tun. Okay, den Schneemännern geht's noch gut. Ich würde mal sagen, wir sollten jetzt endlich mal da oben fertig bauen. Wie viele Kobbel haben wir? Problem dabei, das wird niemals reichen. Wir brauchen also noch mehr Kobbel. Moment mal, ich mach gerade mal die Musik lauter, die ist mir ein bisschen leise. Ja, auf jeden Fall und auf alle Fälle, ja, also mit Bucket und so, das ist schon so ein leicht kompliziertes Thema, weil, ja, und, ja, was wollte ich eigentlich erzählen, ja gut, mit den Packages bei Minecraft und so, aber das ist schon eine leicht, manchmal verwirrende Geschichte. Gut, es nervt natürlich, wenn du die ganzen Importe anpassen musst, aber es wird halt auch von Bucket-Seiten gesagt, Leute, nutzt, soweit es halt geht natürlich, die Bucket-API. Weil die ist relativ stabil sozusagen, was Funktionen und sowas anbelangt. Also da kannst du eigentlich ziemlich sicher sein, dass die auch noch in, dass sich da die Funktionen mehr oder weniger nicht ändern. Also die bleiben vermutlich über längere Zeit gleich. Gut, es werden ja wahrscheinlich gelegentlich mal Funktionen entfernt und so weiter und so fort. Aber die meisten Funktionen bleiben gleich. Also von daher ist die Bucket-API eigentlich, sagen wir es mal so, ist halt eine API, eine Schnittstelle. Das andere ist halt der Minecraft-Core, der halt nicht unbedingt immer von Bucket und Craft-Bucket abgedeckt ist. Ja. So, ja. So, ich frage mich, ja gut, nächste Nacht kloppen wir wahrscheinlich wieder ein paar Monster.
Ist wahrscheinlich ein Kobbel mal wieder durch die Gegend gesprungen. Es ist ein Kobbel entsprungen aus einer Wurzel zart. Wir sind ja nicht in der Weihnachtszeit. Und noch nicht irgendwo im Kirchenchor. Dass wir solche Lieder singen würden. Was fällt mir denn heute eigentlich so ein? Ach genau, übrigens, also was mir, wo mir gerade einfällt, wo ich, ja, das passt jetzt gerade nicht so ganz. Aber so am Anfang der Aufnahme, da war ja relativ duster hier in Minecraft. Es war ja dunkel. Da war so ein relativ dunkler Himmel. Und so einen ähnlichen Himmel hatte ich vorhin im RL. Sah genau so aus, also fast genau so. Kann ich euch vielleicht nachher jetzt auch zeigen. So. So, okay. Ah, da hinten ist der Kobbel. So, Enderman steht immer noch da drüben rum. Na gut. So, wie viel haben wir da noch übrig? Oh, wir haben noch ungefähr so einen Stack übrig. Wir können auch, ja, wahrscheinlich den Stack noch fertig. Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn der Kobbel weiterhin so droppt. Ja. Wie viel haben wir jetzt noch übrig? 72. Ja, für ganz für zwei Stacks wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aha. Und mal wieder ein bisschen Kobbel eingesackt. Oh Mann, ich wünschte mir, dass ich jetzt mal so schon sowas implementiert hätte. Mit so eine Art Autonomous Activator, der mir den ganzen Abbaukram hier übernimmt. Und die Barrels hätte ich eigentlich auch gerne schon implementiert. Oh Mann. Naja, das Problem ist, ich habe halt mich die ganze Woche. Erstmal habe ich noch ein kleines Feature implementiert, was ihr vielleicht noch bald sehen werdet. So ein Item. Wenn die Monsters mal droppen würden. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe die ganzen Bugs gefixt hier, diese ganzen Interaktionsbugs, die da immer wieder aufgetreten sind. Ja. Ja, das ist schon manchmal ein bisschen komisch. Vor allem, da habe ich mich halt gewundert, vor allem, es gab halt immer wieder eine Null Pointer Exception. Ein Problem war dabei, dass ich das Ganze halt, sozusagen, wenn ich hier halt jetzt irgendwas mit einem Item mache, dann kann ich das in Bucket über das Player Interact Event abfragen und kann halt dann sozusagen das Event fragen, halt mit Event, ich hole mir halt das Event und mach dann halt, wende darauf die Methode, also die Objektmethode, get item an. Und es gibt dann halt das Item aus, was ich benutzt habe. Ja, und das Problem ist, wenn ich das so mache, dann schmeißt mir das Player Interact Event kein Item raus, sondern es schmeißt mir Null raus. Also sagt mir, da ist nix. Also normalerweise würde es halt einen Item Stack zurückgeben. Also dieses Event.getItem gibt normalerweise einen Item Stack zurück. Aber wenn ich halt nichts in der Hand habe, also jetzt in dem Fall, gibt's mir Null zurück.
Weil ich ja nichts in der Hand habe. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, an das Item ranzukommen. Du machst einfach Player, also du holst dir den Spieler des, aus dem Event, also der Spieler, der in dem Event sozusagen drin ist. Also wenn ich hier halt abbaue, dann wird halt sozusagen ein Player in der Ecke-Event losgeschossen sozusagen. Das kann ich mir dann halt über einen entsprechenden Mechanismus abfangen. Also da kann ich über einen entsprechenden Mechanismus drauf zugreifen. Wie genau das, würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall, ich kann halt da auf dieses Event zugreifen. So. Gut, wir haben schon ein bisschen was. Auf jeden Fall, ich kann halt dieses Interact-Event abgreifen. Und kann dann halt zum Beispiel das Event fragen, ja, gib mir mal das Item zurück, was du da hast, das gibt halt nur mal null, wenn ich so mache, ergibt das null. Allerdings kann ich das Event auch fragen, ja, gib mir mal den Spieler zurück, der sozusagen für dieses Event sozusagen getriggert hat. Wenn ich da halt diesen Spieler dann sozusagen den Spieler abfrage und dann sozusagen den Spieler frage, was hast du denn im Inventar? Ich sozusagen das Inventar hole von dem Spieler und dann das Inventar frage, was ist denn in der Haupthand oder halt in der Offhand? Dann gibt das keine Probleme, wenn ich nichts in der Hand habe, weil ich dann nämlich einfach Luft zurückkriege. Ist ja kein Problem, es ist halt nicht null. Das ist Luft. Ja, also ungefähr so einen Himmel hatte ich übrigens gestern, also vorhin übrigens mit ein paar Wolken mehr halt. Sind wir 59 FPS, 60 FPS. Ich frage mich, warum das teilweise so runtergeht mit der Performance der Shader. Ich weiß es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Ach, da müssen wir übrigens noch Falltüren anbringen. Wo ich es doch gerade sehe, wir brauchen 8 Falltüren. So, dazu gehen wir aber am besten hier runter. Also 8 Falltüren, 6 mal... Wie viele Falltüren kriegt man... So, einmal kriege ich immer 2 Falltüren. 2, 4, 6, 8. Gut. Und jetzt. Moment mal. Okay, gut. Den können wir da wieder reintun. Um die kümmern wir uns gleich. Ist da oben irgendwas gespawnt? Ja, abgesehen von einem Zombie. Den werden wir jetzt aber mal einfach ignorieren. So, da können wir natürlich keine Falltüren hinsetzen, aber das zählt ja schon als Block. Tschüssi. So, auf jeden Fall, die Zombies kapieren, dass sie da rumlaufen können und fallen dann über die Falltüren runter. Ist auf jeden Fall schon mal Ziel erreicht. Nur überleben sie halt unten noch. Ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwie ändere. Vielleicht nehme ich einen Endermann dafür. Ich flieg da mal oben drüber. Ja. Das erkläre ich euch gleich, was ich da im Inventar habe. Ich gehe nur mal kurz da rein.
und crafte mir dann auch mal gleich noch eine Ladung Slabbity Slap Slaps. So, das packen wir dahin. Das packen wir da rein. Rotten Flash, Rotten Flash. Slaps haben wir noch dabei. Weil ich glaube, wir brauchen ein paar mehr. Haben wir eventuell noch welche hier? Nein. Aber glaube ich, so eine Ladung Slaps, das wären glaube ich dann wieder 6 Slaps. Das sollte glaube ich reichen. Ja, und natürlich reicht das, was wir hier an Slaps gemacht haben, nicht. So. Wir haben immer noch Abbaulähmung. Was jetzt mal so an sich gar nicht mal so wild ist, weil wir nämlich das da und das andere Ding kommt hoch. Ich fress erstmal noch was. Holen wir da oben noch was Neues zu fratzen. Das wollte ich jetzt zwar eigentlich nicht, aber okay, gut. Ist jetzt nicht so wild. Das können wir mal dahin packen. Wie lange geht denn die Abbaulähmung noch? 720? Zwölf Slaps sollten da eigentlich reichen. Alter, wann könnten die Abbaulähmung mal aufhören? So, ernsthaft? Na egal. Mein Schwertchen sieht noch recht gut aus. Hey, ich wollte mir noch was zu essen holen. Mann, warum habe ich mir jetzt nicht dran gedacht, da was zu essen zu holen? So. Naja. Auf jeden Fall. Die mobile Crafting Station ist geil. Erstmal das, was im Chat steht. Endlich eine mobile Crafting Station, auch wenn der Station-Anteil noch fehlt. Was darunter zu verstehen ist, zeige ich euch gleich. Ich gehe nämlich jetzt einfach mal her und lege da einfach mal hier Kartoffeln rein. Wenn ich das jetzt zumache, werden die gedroppt. Das würde normalerweise bei einer mobilen Crafting Station nicht passieren. Ja, da diese, die ist aber noch nicht so ganz 100% fertig, diese Crafting Station hier. Gut, das ist nämlich genau das gleiche wie das Backpack, also vom Speichern her. Und das ist noch nicht so ganz fertig, da war ich noch ganz die Woche dran. So, und wenn ihr euch fragt, wie habe ich diese mobile Crafting Station überhaupt implementieren können? Ja, Moment mal, haben wir noch irgendwas im Inventar, was wir rausschmeißen können? Ja, wir haben noch eine Ladung Kobbel im Inventar. Ihr merkt, ich mach's spannend. Ja, ich weiß, ich will euch auf die Folter spannen. So, die Kunst an dieser mobilen Crafting Station ist nämlich, das ist wirklich auch ein Original Tinker's Construct Crafting Station, also vom Model her. Und ich zeige euch nämlich mal gerade kurz was. Ressourcenpakete. Wir machen dieses Texture Pack mal aus. Das basiert auf Extra Items von Mapmakers von Halbzwilling. Zumindest mal vom Grundprinzip her. Ja. Und ihr seht, ich habe keine mobile Crafting Station mehr im Inventar. Das ist nämlich eigentlich eine Wooden Axe mit einer speziellen Durability und Unbreaking, wobei Unbreaking versteckt ist.
Attack Damage ist auch genullt. Also Attack Damage ist auf normal runtergesetzt. Attack Speed auch. Also ist der ganz normale schnelle Click Speed. Aber das Ding macht auch keinen Schaden. Also fast keinen Schaden. Also es macht halt den normalen Default Schaden, den jeder andere Item auch machen würde. Und das Lustige ist, du kannst damit sogar Blöcke abbauen. Allerdings dauert es doppelt so lang. Und die geht auch nicht kaputt. Es ist halt eine ganz. Also es ist, verhält sich letztlich, wenn du halt einen Block abbauen willst, eigentlich ziemlich genauso wie jeder andere Block auch. So, aber ich mache jetzt mal das Texture Pack wieder rein. Moment mal, die Frage: Kann es sein, dass das Resource Pack FPS zieht? Moment mal. Grafikeinstellungen? Nee, Ressourcenpakete, packen wir den wieder rein. Nope. Also das sieht eigentlich nicht wirklich an der FPS.